Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Pokémon Smaragd. Oh yeah, mal sehen, wo waren denn stehen geblieben in der letzten Aufnahme? Wir waren auf dem Weg nach Zegrasulp City, wenn ich mich recht entsinne. Und unsere Pokémon sind leicht angeschlagen und wer kommt als nächstes dran? Ich glaube, der darf MJ ist als nächstes dran. So sehe ich das zumindest. So. Und auch wenn wir jetzt im Minecraft Let's Play eine Playlist haben, brauchen wir hier keine, denn bei Pokémon Smaragd braucht man keine Playlist. Die Ingame-Musik ist schon gut genug, finde ich. Ist eine der besten Songs. Die Ingame-Musik hat einige der besten Sounds, finde ich. Von allen Pokémon-Spielen bisher. Ich finde die von Schwarz und Weiß irgendwie total scheiße. Egal, jeden Song finde ich von denen scheiße. Okay, wir sind auf dem Weg zum Pyroberg. Okay, sie planen etwas. Nur gut, dass wir das zu verhindern wissen. Hallo. Vor uns erhebt sich der Pyroberg. Er ist das natürliche wachsende Monument der Geister, der von uns gegangenen Pokémon. Also sozusagen ein Pokémon-Friedhof, obwohl Pokémon eigentlich gar nicht sterben können. Naja, egal. Zink. Cool. So, und dort oben sind das die Safari-Zone, ne? Und hier kämpfen wir jetzt mal gegen die Zwillinge. Zusammen sind wir furchtlos. Wir demonstrieren dir unsere Stärke. Das wollen wir doch erstmal sehen. Wird jetzt auf die Probe gestellt. Und gleich müssen wir uns auch noch in dem Kampf gegen Maike nochmal stellen. Denn die wartet auch schon auf uns. Das wird nicht einfach. Letarking, na, wie geht's dir? Mit dem haben wir auch schon unsere Erlebnisse gehabt. So. Wird, denke ich, ein ganz... Boah, der Kampf wird okay, würde ich mal sagen. Kratzfurie reicht nicht aus. Oh, Power Punch. Gar nicht gut. Ist doch schon mal gut. Oha, bloß nicht verwirren. Oh, das war knapp, denn Power Punch hätte in der nächsten Runde getroffen. Das war riskant. So, Litterking kann ich mir angreifen. Schlechte Wahl, finde ich. So, und dann, ja, kümmer du dich mal mit Absorber oder Naturkraft. Naturkraft. Und nun, Sternschauer. Reicht, glaube ich, nicht aus. Natürlich. Ha, Litterking faulenzt. Riechsalz und Absorber. Down. Ist doch schon mal sehr gut. Oh nein, ich habe Narix noch nicht offscreen trainiert. Das kommt später. Doppelkampf. Noch einer, wow. Ich liebe nichts mehr als die Pokémon anderer Leute zu begutachten. Auch so ein Pedo. Ich will jedem meine Pokémon zeigen. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Oh, zwei Züchter. Das wird ein 6-Battle-Kampf, ja. Ah, beide drei Pokémon. Gut. Aber es sind alles Lappen. So, da hilft ein Armstoß und da... Mach mal Absorber, damit ich mir ein paar KP zurückholen kann, die wir verloren haben, leider. Knilz. Oh, das war sogar ziemlich gut. Volltreffer. Wie lächerlich, wie wenig das abzieht. Das war nicht so gut. Nochmal Absorber. Ich glaube, das reicht aber nicht aus. Boah, Level 25, euer Ernst? Nein, nicht paralysiert. Wir müssen noch ein paar Kämpfe gewinnen. Hoffentlich erreicht Love MJ gleich noch ein Level, denn dann können wir es austauschen. Sehr schön. Jetzt ist es egal, jetzt kann Love MJ auch Fritzeblitz angreifen. Es ist sowieso paralysiert, es ist egal jetzt. Wingull. So, wie machen wir das nicht dieses Mal? Surfer.
und Kratzfurie. Wow, eindrucksvoll. Smacks LP macht Fortschritte. Muss ich schon sagen. Ha, Tropius, mit dir habe ich auch gute Erinnerungen. Nein! Oh, ich wollte gerade sagen, paralysiert? Natürlich. Das ist doch nicht wahr. Natürlich hat der Surfer auch überhaupt keinen Sinn mehr, weil Tropius jetzt draußen ist. Da muss eine Prise Salz helfen und Absorber. Na, Naturkraft. Trifft dann beide, das ist gut. Oh, Rasierblatt. Komm schon, greift beide an. Stachelspore. Nein, das geht auch noch daneben. Nochmal. Die machen genau die gleiche Taktik. Genauso wie wir. Die machen ja auch das gleiche jetzt. Aber Love MJ kommt mit der Paralyse gut klar, muss ich schon sagen. Ha. So fühlt es sich an, paralysiert zu werden, Fritze Blitz. Wir sind alle paralysiert. Nein, nur noch ein AP, Mist. Surfer. Aber keins unserer Pokémon wurde von der Paralyse irgendwie beeinträchtigt. Das ist voll cool. Von beide erheblich geschwächt wurden. Trotzdem haben sie alle 6 Pokémon weggebasht. Muss schnell ins Pokémon Center. Beleber. Welches Pokémon kommt hier denn? Du, Flor. Mal was anderes. Und bis zum 7. Orden müssen übrigens unsere Pokémon gut trainiert werden. Ach, da kommen wir nicht. Kommen wir da vorbei? Boah, knapp. Nein! Wollte gerade noch stoppen. Ich habe dieses Prinzip. Jeden Tag besiege ich 5 Trainer. Und jetzt rate mal, du bist heute für mich der 5. Trainer. Tja, du bist heute schon, weiß ich nicht, der 7.000.000. Trainer, aber... egal. Insgesamt haben wir schon ziemlich viele Trainer kaputt gemacht. Krakilo. Mit dem wirst du doch fertig, oder? Auch wenn du paralysiert bist. Taktisch, er erhöht seinen Angriff. Sehr schön. Und Level 38. Mundtier, schafft Smacks LP das wirklich? Ich weiß es nicht. Aber wir können es versuchen. Was machen wir denn da am besten? Surfer. Oh, Aufruhr ist gar nicht so schlecht. Oh, das war gut. Oh, das könnte der Tod sein. Yeah. Die sich einfach mal keins unserer Pokémon für die Paralyse auch nur ansatzweise interessiert. Die wurden nicht einmal von der Paralyse geowned. Das ist so geil. Konnten immer angreifen. Das war einfach nur peinlich. Ich hätte dich nicht vergessen. Gib mir dein Pokénuff. Ey, nicht klauen. So, wer ist nun dran? Die haben beide Level erreicht, oder? Jo. Der nächste wäre Striker. So. Und danach wieder Badmesser. Aber unsere Pokémon sind ziemlich angeschlagen. Deswegen müssen wir erstmal ins Pokémon Center gehen. Und oben vor dem Einkaufszentrum, da wartet schon Mike auf uns. Und wir werden sie besiegen. Und ab geht's.
Oh hey, Freedom, du bist doch auch am Einkaufen? Nein, ich wollte gerade rein, aber du versperrst mir leider den Weg. Ich habe eine Menge Puppen und Poster gekauft. Natürlich habe ich auch Pokémon gefangen und die ziehe ich ihnen geradezu vorbildlich auf. Hat man ja gesehen in deinem letzten Kampf. Ich habe eher Bedenken, dass du dich um meine Pokémon nicht richtig kümmerst. What the F? Ich werde gegen dich kämpfen, dann sehe ich, ob du sie gut behandelst. Die Pokémon, die ich aufgezogen habe, sind mit Sicherheit unbesiegbar. Ja, das hat man ja bisher immer gesehen. Du hast nur jeden Kampf verloren. Das ist jetzt nicht so, dass du irgendwie schlecht wärst oder so. Aber doch, eigentlich schon. Ach, Tropius. Nein, nicht schon wieder Striker versus Tropius. Oh nein, ich habe schlechte Erinnerungen an den Kampf. Das mache ich nicht mit, das macht Wettnesser. Wettnesser setzt Solarstrahl ein, danach ich richtig. Nein. Zauberblatt, aber auch nicht so schlecht. Boah, harter Treffer. Eroas. Ich liebe Eroas. Boom. Volltreffer. Dieses Mal lassen wir uns nicht so leicht von dem Tropius unterkriegen, das ist ganz klar. Schneckmack, da geht dann wieder Striker ran, der eigentlich ja den Kampf machen sollte, aber es hat Badnesser die Punkte kassiert. Egal. Schneckmack ist da. Surfer. Und auch du gehst. Ha, Reptane, dagegen kann Striker nichts machen. Badnesser und Striker wechseln sich hier ab. Und merkst du, wie unbesiegbar deine Pokémon sind? Ich glaube, der hat noch Kap. Ja, Maika hat, glaube ich, noch Kapaloris als letztes Pokémon. Aber das werden wir auch noch ownen. Sie hat ja nur Pflanzen-Pokémon. Ihr Team ist ziemlich schlecht abgestimmt, wenn ich es mal so sagen darf. Nee, Pilippa. Auch eigentlich für Badnesser gedacht, weil Striker kann dagegen nicht viel machen. Striker muss mal Eisstrahl lernen. Auch mal Eroas. Ja. Na dann halt nicht. Naja, das war jetzt nicht so doll. Nun denn, ja, nochmal. Diese Pussy. Gibt's doch nicht. Okay, wir haben auch mal die Pussy-Taktik angewendet im 6. Arena-Kampf, aber egal. Mach jetzt halt fliegen. Na, nochmal Schutzschild? Ha. Da wollt's doch tatsächlich angreifen. Na toll. Da reicht ein Eroas eigentlich aus, wenn wir uns hier nicht selbst jetzt treffen. Ha. Ja. Unbesiegbar, tatsächlich. Und Ben ist das jetzt Level-Leader. Tja. Das war's wohl für dich. Ich überlege, ob ich bald nach Wurzelheim zurückgehe. Mach das lieber. Ich habe eine anständige Gruppe von Pokémon gefangen. Oh, mein Pokédex sieht immer besser aus. Ich gehe nach Hause und zeige das meinem Papa. Und was wirst du machen? Ich werde die Liga gewinnen und der Champ werden und dich danach auslachen. Alle Orden der Arenen sammeln und die Pokéliga herausfordern? Natürlich. Nun, während du deine Orden sammelst, werde ich weiter an meinem Pokédex arbeiten. Ich werde ihn eher vollständig haben als du. Wetten? Bis dann. Sie wird ihn nicht fertig kriegen. Ein hervorragender Kampf war das mal wieder. Dort haben wir gezeigt, dass unser Team doch was drauf hat. Besonders Badnesser war sehr herausragend. Er hat fast den ganzen Kampf gemacht. Deswegen bereue ich niemals, dass ich einen Schwalboss gefangen habe. Nie. Ja, Striker ist immer noch dran. Danach muss aber dann wieder. Vom Level her sind wir eigentlich ganz gut, aber wir müssen noch bis zum 7. Arena-Kampf auf bis mindestens Level 45 kommen. Weil mit Level 45ern habe ich den Kampf auch nur knapp geschafft. Und das erst beim 3. Versuch. Also beim 7. Arena-Kampf werden wir den garantiert nicht beim 1. Versuch schaffen. Ich wette, dass wir es nicht schaffen. Hi. Hey du da, komm bloß nicht in die Nähe der Höhle in der Bucht. Warum nicht? Das geht dir gar nichts an, Mann. Ich bin ein Erwachsener, also gehorche. Das typische Motto der Erwachsenen. Ich bin ein Erwachsener, also gehorche. Nee, tue ich leider nicht. Und da sind die Weimer, die uns den Weg versperren, um zum 7. Orden zu kommen.
Hier, Walmer, spring aus dem Wasser. Ey, was willst du?